Die Thermodynamik homogener Stoffe gilt als schwieriges Gebiet der Physik, obwohl man sich hier mit einem stark idealisierten Modell beschäftigt. Und um dieses Gebiet ein bisschen zu vereinfachen oder anschaulicher zu machen, habe ich den Carnot-Tor entwickelt. Nun, der Carnot-Tor ist nicht nur dient nicht nur der Veranschaulichung, der Carnot-Tor dient auch dazu, die Differentialgleichungen dynamisch zu formulieren. Nun, der Carnot-Tor besteht aus einem geschlossenen Zylinder, der durch einen Trennkolben in zwei Kammern unterteilt wird. In der einen Kammer befindet sich der zu untersuchende Stoff, also ein gasförmiger Stoff oder ein flüssiger Stoff oder gasförmig flüssig. Für Festkörper ist der Carnot-Tor dann nicht mehr geeignet, weil Festkörper haben eine komplexere Mechanik. Nun, auf der anderen Seite befindet sich ein Fluid oder eine ideale Flüssigkeit, also reibungsfrei inkompressibel. Dann ist der Carnot-Tor ideal isoliert und besitzt neben dem hydraulischen Anschluss noch einen thermischen Anschluss. Und da haben wir mal einfach Kupfer hingeschrieben, aber die Meinung ist, dass dieser Stab hier thermisch supraleitend ist, also absolut diatherm. Also die Hülle ist adiabatisch und diese Durchführung hier ist diatherm. Nun kann man den Carnot-Tor, der zwei Pforten hat, also zwei Ports, nämlich den thermischen Ein- und Ausgang und den hydraulischen Ein- und Ausgang, den kann man jetzt beschalten. Und zwar entweder mit einer hydraulischen Pumpe oder Hydraulikmotor, das kommt dann auf die Umgebung drauf an, oder mit einer Wärmepumpe oder einer Wärmekraftmaschine. Das kommt natürlich auch wieder auf die Außenbedingungen drauf an, ob das eine Pumpe ist oder eine Wärmekraftmaschine. Wenn auf der einen Seite ein Antriebselement ist, also Wärmepumpe, Wärmekraftmaschine oder hydraulische Pumpe, Hydraulikmotor, dann kann man auf der anderen Seite wahlweise eine Isolation anbringen, also eine thermische Isolation oder eine hydraulische Isolation. Oder man kann ein thermisches Ausgleichbecken oder ein hydraulisches Ausgleichsbecken anbringen. Je nachdem hat man dann eine der vier Grundprozesse. Nun, ich möchte darauf dann später noch kurz eintreten. Also wir haben die Prozesse und wir haben den Inhalt und wir haben die zwei Parts. Nun, wenn man, und das macht man ja in der Thermodynamik, wenn man von der Energie ausgeht, dann ist ja diese dynamische Ebene eigentlich wie zugedeckt von der Energieebene. Dann kann man die Energiebilanz formulieren und sagen, die Summe über alle Energieströme, also thermisch oder hydraulisch, ist gleich der Energieänderungsrate des Inhalts. Nun kann man mit dem Karlsruher Energieträgerkonzept den thermischen Energiestrom ersetzen durch Temperatur an der Pforte mal den Entropiestrom, der dort durchfließt. Und das gibt dann den thermischen Energiestrom oder eben die thermische Leistung oder den Wärmestrom. Am hydraulischen Ausgang kann man den hydraulischen Energiestrom ersetzen durch Druck mal Volumenstromstärke und dann die beiden Ströme zusammen, diese beiden Energieströme zusammen, geben dann die Änderungsrate des Energieinhaltes, nämlich des Energieinhaltes des Stoffs, weil das Fluid selber hat, weil es ja absolut idealisiert ist, keine Energieaufnahmefähigkeit. Nun kann man den Entropiestrom und den Volumenstrom durch je eine Bilanz ersetzen, nämlich der Entropiestrom ist ja die Änderungsrate der Entropie, des Entropieinhaltes, wenn keine Reibung vorhanden ist. Und da ist ja das ganze System absolut reibungsfrei, also sowohl hydraulisch als auch thermisch reibungsfrei.
Der Volumenstrom ist dann gleich, oder die Volumenstromstärke, um es präzise zu fassen, ist dann gleich der Volumenänderungsrate des Inhalts an Fluid. Aber weil das Fluid ja den Stoff zusammendrückt, ist das gleich minus die Volumenänderungsrate des Stoffs. Deshalb müssen wir schreiben, die Volumenstromstärke ist gleich minus V Punkt. Mit V meine ich dann das Volumen des Stoffs. Nun, diese beiden Gleichungen eingefügt und dann noch die Idealisierung dazu genommen, nämlich dass die Temperatur hier am Port gleich ist wie die Temperatur im Innern und dass der Druck hier genau gleich ist wie der Druck im Innern, können wir sagen, aus der Energiebilanz wird eine allgemeine Zustandsgleichung, nämlich Temperatur im Innern mal Entropieänderungsrate ist gleich minus der Druck im Innern mal die Volumenänderungsrate. Und das zusammen gibt dann die Änderungsrate der Innenenergie. Also ich schreibe hier W für Innenenergie und nicht U. U scheint mir doch ein bisschen veraltet zu sein. Das scheint mir veraltet zu sein, dass man hier die Energie mit verschiedenen Buchstaben bezeichnet. Also Q, U, W und so weiter. Ich schreibe einfach immer W für Energie. Nun, jetzt kann man diesen Stoff, das ist einmal das Formale, das ist ja nichts anderes als die Bilanzgleichung der Energie, diese Zuordnung, also diese Bilanzgleichung der zwei Mengen und dann diese Zuordnung und die Idealisierung. Dann kommen wir also auf diese Gleichung. Nun müssen wir den Stoff spezifizieren. Wir müssen sagen, was haben wir jetzt für einen Stoff drin? Und dazu brauchen wir zwei Zustandsgleichungen, damit wir eben den Druck und die Temperatur, was ja die Potenziale sind, verknüpfen können mit den Mengen, nämlich Entropie und Volumen. Jetzt nehmen wir als Stoff das ideale Gas, weil das ganz einfach zu beschreiben ist. Also das ideale Gas hat eine thermische Zustandsgleichung, nämlich P mal V, Druck mal Volumen ist gleich Stoffmenge mal universelle Gaskonstante mal absolute Temperatur. Nun, die entropische Zustandsgleichung, wir brauchen ja mindestens zwei Zustandsgleichungen, das ist dann die Entropieänderung ist Stoffmenge, das ist natürlich beides mal die Stoffmenge, mal Klammer, und jetzt kommt der Logarithmus der Temperaturänderung mal die molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen. Plus, und hier kommt jetzt noch der Volumenanteil, nämlich der Logarithmus des Volumenzuwachses oder der Volumenabnahme, je nachdem, mal die Gaskonstante, also das Verhältnis von aktuellem Volumen zu Anfangsvolumen, hier natürlich mit der Temperatur. Also die Entropie hat eine des idealen Gases hat eine gewisse Symmetrie im Temperaturbereich und im Volumenbereich. Das kann man dann statistisch wieder erklären. Dann die energetische Zustandsgleichung, die heißt ja auch kalorische Zustandsgleichung. Das ist einfach die Zunahme der Innenenergie ist gleich N mal die molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen mal der Temperaturanstieg. Häufig gibt man diese Gleichung an und diese. Das ist dann in etwa eine vollständige Beschreibung, aber vom systematischen Aufbau her müsste man solche Gleichungen angeben. Die Energie ist dann eine zusätzliche Buchhaltungsgröße. Nun, wenn wir jetzt den Carnot-Turm modellieren wollen, müssen wir die beiden Potenziale, nämlich Druck und Temperatur, in Funktion der beiden Mengen, nämlich Volumen und Entropie beschreiben können. Das kann man aus diesen Gleichungen heraus gewinnen, indem man zuerst diese Gleichung auflöst nach V0. Dann bekommt man die Temperatur als Potenzial. Ich hoffe, dass ich es fehlerfrei hingekriegt habe. Kappa ist dann das Verhältnis Cp durch Cv. Oder eben, wenn man die Freiheitsgrade der beteiligten Moleküle nimmt, die Freiheitsgrade plus 2 dividiert. Durch die Freiheitsgrade für Luft ist das 1,4, nämlich 5 plus 2 gibt 7, durch 5 gibt 1,4. Das hier ist das Potenzial, also die Temperatur,
in Funktion des Volumens und der Entropie. Und da ist der Druck in Funktion des Volumens und der Entropie. Und wenn man das hat für einen Stoff, dann kann man das hier als konstitutive Gleichung nehmen, um aus den Mengen, Volumen und Entropie, die beiden Potenziale, Temperatur und Druck, zu berechnen. Nun, das ist der Inhalt, mit dem beschäftigt sich traditionellerweise die Thermodynamik. Jetzt müssen wir noch Gleichungen haben für den Austausch mit der Umgebung. Das sind dann die Prozesse. Also die Systemphysik kennt eben Speichergesetze und Strömungsgesetze. Es geht also jetzt um die Strömungsgesetze. Und da habe ich jetzt diese vier Beschaltungen des Carnotors, nämlich die beiden ersten sind Heizen. Also ich kann isochor oder isobar heizen oder kühlen natürlich. Dann ist der Entropiestrom eine Funktion in der Zeit, einfach eine gegebene Funktion, gegeben durch diese Wärmepumpe oder Wärmekraftmaschine. Im isochoren Fall ist dann der Volumenstrom gleich 0, damit das Volumen konstant bleibt. Und im isobaren Fall muss ich einen Bypass machen oder einen Ausgleich mit der Umgebung. Das mache ich mit einem einfachen Leitungsgesetz. Umgekehrt, wenn ich dann den hydraulischen Port aktiv schalte, dann ist der Volumenstrom gegeben in Funktion der Zeit. Und wahlweise kann ich dann den Wärmeausgang verschließen. Dann ist das ein isentroper Prozess oder ein adiabatisch-reversibler Prozess. Oder ich kann den Isothermen, also den Wärmeport so weit freigeben wie möglich. Dann mache ich das wieder mit einem Leitungsgesetz, nämlich Leitwert mal Temperaturgefälle. Also hier der entropische Leitwert. Nun, das, was man behandelt in der sogenannten Thermodynamik, das sind dann die Grenzfälle. Das ist dann eigentlich thermostatisch. Man idealisiert dann entweder den Leitwert, wahlweise, je nachdem, gegen Null. Dann sind wir hier im isentropen Fall oder im isochoren Fall. Also wenn wir den Leitwert gegen Null gehen lassen, dann haben wir eben die Ströme gleich Null. Oder wir lassen den Leitwert gegen unendlich gehen. Dann haben wir hier einen absoluten Ausgleich, dann sind wir isotherm, oder wenn wir den volumetrischen Leitwert gegen unendlich gehen lassen, dann sind wir isobar. Und so kann man sich diese vier Prozesse vorstellen mit dem Carnotor. Dann von der Energie her kann man sagen, es gibt natürlich eine Prozessleistung dann über der Zu- und Ableitung, nämlich Temperaturgefälle mal Entropie, Stromstärke, oder eben Druckgefälle mal Volumenstromstärke. Wobei in beiden Fällen, das sind ja dann Leitungsgesetze mit Widerständen, in beiden Fällen wird Entropie produziert, deshalb muss man dann hier die Entropieproduktion noch rechnen. Hier natürlich auch, aber das interessiert auf der hydraulischen Seite dann weniger. Nun, man kann eben auch mit dem zugeordneten Energiestrom rechnen, nämlich Potential mal Stromstärke, sowohl thermisch als auch druckmäßig. Und dann kann man sagen, wie viel Energie durch eine Schnittfläche geht. Wenn man natürlich unmittelbar am Carnot, am Stoff dran ist, dann ist das natürlich die Temperatur des Stoffs und der Druck des Stoffs. Wenn man außen ist, ist das die Temperatur der Umgebung und der Druck der Umgebung. Soweit zur Theorie. Jetzt kann man diesen Carnotor auch modellieren. Ich habe das hier schon gemacht. Man sieht da auf der unteren Etage die Bilanz für die Entropie, nämlich Entropiestrom wird aufintegriert zur Entropie. Und man sieht, der Volumenstrom wird aufintegriert zum Volumen. Dann habe ich hier als zusätzliche Größe noch die Temperatur der Umgebung, den Druck der Umgebung. Und dann kann man aus dem Volumen der Hydraulikflüssigkeit dann durch Rechnung, durch Umrechnung dann das Volumen des Stoffs rechnen. Und die Entropie des Stoffs und das Volumen des Stoffs bilden dann die Ausgangssituation, um die Temperatur zu rechnen und um den
Druck zu rechnen. Und oben befindet sich dann die Energieebene, nämlich die innere Energie als Inhaltsgröße und der thermische Energiestrom, nämlich den Wärmestrom, und den hydraulischen Energiestrom, nämlich eben diese mechanische Energie, die da strömt, das sind dann die beiden Zu- und Abflüsse. Übrigens, die thermische Energie nennt man dann Wärme und die hydraulische Energie nennt man oft einfach Arbeit. Das ist dann der erste Hauptsatz und gut, der zweite Hauptsatz, den muss man eh umformulieren. Nun, wir haben hier noch die Startenergie angegeben. Aus der Vollständigkeit halber kann man dann hier noch die Enthalpie rechnen und die freie Energie einfach nach Definition, nämlich innere Energie plus P mal V ist dann die Enthalpie und innere Energie minus T mal S ist dann die freie Energie. Gehen wir schnell zu den Gleichungen. Also zu oberst sind einfach die Bilanzen, das wird ja automatisch erstellt vom Programm. Dann hier sind die Ströme. Und da habe ich sowohl beim Entropiestrom als auch beim Volumenstrom gerade beide Gleichungen angegeben. Also für einen aktiven Strom oder für einen Ausgleich. Und dann kann man mit 0 mal kann man dafür sorgen, dass dann der eine oder andere Strom ausgeschaltet ist. Also man kann hier alle vier Fälle abbilden und dann mit Ein- und Ausschalten eines Terms dafür sorgen, dass Isochor, Isobar und so weiter prozessiert wird. Dann hier die Energieströme, ist ja nichts anderes als Entropiestrom mal Temperatur oder Druck mal Volumenstrom. Dann die Funktionen, da hat man eben die Formel für den Druck, die ich vorher gezeigt habe, die Formel für die Temperatur als Funktion von Entropie und Volumen. Dann der Leitwert für die Entropie und der Leitwert für das Volumen. Nun, der Entropiestrom ist jetzt hier konstant bei 2 Watt pro Kelvin und der Volumenstrom ist konstant 1 Liter pro Sekunde. Die Umgebungsgrößen sind 273 Kelvin und 1 Bar Druck. Dann unten sind einfach die global definierten Größen, also die Konstanten. Hier die Gaskonstante, dann F sind die Zahl der Freiheitsgrade der Moleküle, um CV und Kappa zu berechnen. Das totale Volumen ist 1 Kubikmeter. Das hydraulische Volumen ist anfänglich gleich 0. Dann hier wird das Anfangsvolumen des Gases gerechnet. Druck, Temperatur des Gases sind gegeben. Die Stoffmenge wird ermittelt aus diesen Größen und die molare Wärmekapazität. Die Anfangsentropie, die Anfangsenergie und eben das Anfangshydraulische Volumen sind gleich 0 gesetzt. Soweit zur Gleichung. Wenn sich jemand daran stört, dass ich hier mit Entropieströmen und Entropieleitwerte argumentieren, könnte man die Dynamik auch da oben machen mit Energieleitwert und Energieströmen und dann einfach umgekehrt, so wie man es ja macht in der Thermodynamik, daraus einfach die Entropie und Ströme rechnen oder das kann man auch volumenseitig, man kann hier die Leistung der Pumpe vorgeben und daraus dann den Volumenstrom rechnen. Das ist nur eine Frage der Kausalität. Nun gehen wir mal in den Heizprozess rein. Ich rechne also hier IS, das ist 0 mal dieses Entropieleitgesetz, also ich möchte hier keinen thermischen Ausgleich, dafür möchte ich einen Entropiestrom. Das ist soweit korrekt. Dann gehe ich in den Volumenstrom rein. Da habe ich einen Ausgleichsprozess und hier habe ich den Volumenstrom auf 0 gesetzt. Das heißt, was jetzt eingestellt ist, das ist Heizen und zwar isobares Heizen. Schauen wir uns diesen Prozess kurz an im Diagramm.
kann es ja noch einmal laufen lassen, sicher sind, dass das gerechnet wird. Also wir beginnen hier mit der Anfangstemperatur, dann nimmt die Entropie zu und die Temperatur steigt. Das ist das TS-Diagramm, das Temperatur-Entropie-Diagramm. Übrigens diese Fläche, die dann hier ausgeschnitten wird zwischen Funktionsgraph und Achse, Entropieachse, das ist die thermisch zugeführte Energie. Wie sieht das aus auf der mechanischen Seite? Wir haben hier nicht isobar. Wenn man aber schaut, da haben wir ein Bar, das ist 1,015 und da ist 1,045 Bar. Also wir haben hier einen Fehler von maximal 5%. Also der Druck steigt leicht. Und wenn man jetzt hier den Druck auf 0 setzen würde, also den Nullpunkt der Achse bei wirklich 0 legen würde, dann wäre die ausgeschnittene Fläche die ausgetauscht, die mechanisch ausgetauschte Energie. Gehen wir schnell zurück, setzen die Entropie auf Ausgleich, machen also einen Wärmeausgleich, setzen aber den Entropiestrom auf 0 der hydraulischen Seite und gehen hin und setzen den hydraulischen Ausgleich auf 0 und geben dafür den Volumenstrom frei und lassen das Ganze noch einmal simulieren. Dann haben wir hier den Temperatur-Entropie-Verhalten, also die Temperatur sinkt leicht, aber das ist jetzt wirklich ganz minim. Ich kann ja hier wirklich mal den Nullpunkt angeben für die Y-Achse. Dann sieht man, dass das wirklich praktisch isotherm ist. Und jetzt ist die Fläche unter der Kurve wirklich die ausgetauschte Wärme. Auf das komme ich dann noch zurück. Wie sieht es mechanisch aus? Wir haben ja hier Volumen reingedrückt. Ich kann auch jetzt hier den Druck auch wirklich auf 0 setzen, dann ist diese Fläche hier wirklich entsprechend der mechanisch zugeführten Energie. Das sind also TS-PV-Diagramm. Dann habe ich hier die Temperatur, immer noch mit einem frei gewählten Nullpunkt. Also hier könnte ich wieder auf 0 runtergehen, also jetzt eine horizontale Linie. Den Druck müsste ich auch von 0 her messen. Und was ich ja noch habe, sind die Ströme, also hier mit den Energiestrom thermisch. Da geht eben Energie raus, und zwar immer mehr, weil die mechanisch zugeführte Energie, das kann ich ja hier zeigen, die steigt ja auch. Nun, wir haben ja hier einen isothermen Vorgang, das heißt, die mechanische zugeführte Energie entspricht ja dann der thermisch abgeführten Energie. Deshalb ist die innere Energie praktisch null, was ja jetzt nicht genau stimmt, weil wir jetzt wirklich dynamisch simulieren, aber es geht hier um eine Joule-Änderung der inneren Energie. Ich habe dann noch die Enthalpie gerechnet, dann sieht man, die Enthalpie ist dann wirklich so groß, dass die Änderung der Innenenergie keine Rolle spielt. Das ist eben der P mal V-Term. Ich kann noch die freie Energie zeigen. Die ist dann natürlich vergleichbar. Die Änderung der freien Energie ist vergleichbar mit der Enthalpie. Soweit dieses Modell. Nun, also meine Behauptung ist, wenn man wirklich
Thermodynamik homogener Stoffe mit dem Carnot-Tor erklären würde und dann wirklich zeigen würde, dass Entropie und Volumen die Basisgrößen sind und die Energie quasi eine Buchhaltungsgröße. Und wenn man dann das Ganze noch modellieren würde, das muss ja nicht mit System Dynamics sein, wenn jemand Freude hat, kann ja einfach die Differentialgleichungen aufschreiben. Ob man dann noch so viel begreift, ist eine andere Frage, aber dann kann man wirklich Thermodynamik betreiben und nicht einfach nur da herumturnen mit den Zustandsgrößen. Nun, ich habe noch ein Applet gemacht, um diese Geschichte auch noch einmal anders zu visualisieren. Hier sieht man das Bedienungsfeld. Da kann man auch optional bestimmte Dinge wählen. Man kann zum Beispiel hier ist wieder das TS-Diagramm und das PV-Diagramm. Da kann man zum Beispiel die Isobaren anzeigen. Die Isobaren sind im PV-Diagramm, sind die Koordinatenlinien. Im TS-Diagramm sind die Isobaren Funktionslinien. Die Isochoren sind im PV-Diagramm Koordinatenlinien, im TS-Diagramm sind es Funktionen. Beide anzeigt, dann haben wir hier das Koordinatennetz und hier entsprechend die gleichen Funktionen. Man kann natürlich auch die Isentropen einschalten, das sind hier die Koordinatenlinien und hier sind es diese Funktionslinien. Die Isothermen sind dann die horizontalen Koordinatenlinien und hier sind die Isothermen. Thermen einfach flacher als die Isentropen. Ich kann auch die Grenzen des ganzen Modellierbereichs oder Anzeigebereichs zeigen. Soweit zu den Darstellungen. Jetzt ist nur die Umgebungstemperatur dargestellt, und zwar im TS-Diagramm als auch im PV-Diagramm. Umgekehrt ist hier der Druckbereich angezeigt, sowohl als horizontale, als Koordinatenlinie, als auch als Funktionslinie. Das ist einfach die Umgebung. Jetzt kann man einen thermischen Prozess wählen. Dann hat man hier die Wärmepumpe und der hydraulische Port ist geschlossen. Deshalb ist das Isochores Heizen. Man kann aber auch den hydraulischen Port öffnen, dann hat man ein isobares Heizen. Kann man auch die Energie dazu nehmen und dann können wir hier einfach Entropie zuführen. Dann sieht man oben die Energieströme und hier die zugeführte Energie von der Maschine. Unten ist dann die Fläche, ist die zugeführte Wärme, ist dem Stoff zugeführte Wärme und hier ist die dem Stoff abgeführte mechanische Energie. Der dunkelgrüne Bereich, das ist das, was die Umgebung bringt oder das, was die Umgebung aufnimmt. Und der hellrote Bereich ist das, was die Maschine zusätzlich aufwendet. Also hier macht das nicht ganz Sinn, aber hier ist das dunkelgrüne Bereich, ist die Wärme, die die Umgebung bringt, das dem Wärmebad und das ist das, was dann die Wärmepumpe noch bringen muss. Hier wird einfach dieses Rechteck an die Umgebung abgeführt, da gibt es keinen Nutzen, also da macht die Färbung nicht so viel Sinn. Setzen wir den Carnot-Tor zurück und aktivieren wir den hydraulischen Port, dann hat man also hier Pumpe oder Turbine und dann hat man einen Isentropenbereich, wenn der thermische Prozess geschlossen ist, oder man hat einen Isothermenbereich, wenn der thermische Port mit einem Ausgleichsbecken verbunden ist. Jetzt können wir Volumen zuführen, das ist also umgeschaltet, führen wir hier Volumen zu, drücken wir also das Gas zusammen. Jetzt kann man sagen, der dunkelgrüne Bereich ist das, was die Maschine aus dem Ausgleichsbecken bekommt und der hellgrüne Bereich ist das, was die Maschine dann zusätzlich an Energie aufwenden muss. Auf der thermischen Seite macht diese Färbung auch nicht so viel Sinn, aber man kann sagen, dieses Rechteck ist die Wärmeenergie, die dann hier weggeht. Nun, ich habe jetzt die beiden
jeweils offenen Systeme oder an die Umgebung angekoppelten Systeme gezeigt. Man könnte natürlich auch zum Beispiel isothermes Drücken zeigen, also hydraulische Port geschlossen, nein, offen. Dann haben wir hier isotherm, das habe ich schon gezeigt, ja, deshalb. Also man kann jetzt den isentropen Prozess zeigen, also hydraulischen Port aktiv an der Pumpe, oder man kann dann den thermischen Prozess schließen. Jetzt kann man Volumen ab- und zuführen, die Energie schalte ich wieder dazu und man kann jetzt das Volumen zum Beispiel abführen. Jetzt sieht man die Pfeile, also der grüne Pfeil ist das, was an die Umgebung weggeht, und der andere ist, was vom Stoff her dann kommt. Und das stimmt jetzt größenmäßig nicht, aber unten sieht man, wenn ich abführe, dann haben wir hier eine Isentrope, die ist steiler als die Isotherme. Und der Teil hier, der geht an die Umgebung weg. Und dieser Teil hier, das ist dann die Energie, die die Maschine bekommt, als Turbine. Nun, die Isentrope hier ist eine vertikale Linie, weil die Entropie konstant bleibt. Wenn ich so Dinge lese wie Exergie, Energie, all dieses Zeug, dann muss ich sagen, da ist man ein bisschen in eine Sackgasse geraten. Man muss eben wissen, es gibt Systeme, zum Beispiel Körper in der Mechanik oder Stoffe in der Thermodynamik, und es gibt eine Umgebung. Und dann gibt es Austausch von Impuls, Drehimpuls, Entropie oder eben Volumen. Und dann gibt es noch eine Umgebung. Und wir können einen Körper nicht beschleunigen, wenn wir nicht den Impuls aus der Erde nehmen. Wir können einen Körper nicht heizen, wenn wir nicht Entropie zuführen. Und um diese Prozesse reversibel zu gestalten, kann man eben Wärmepumpe, Wärmekraftmaschine einfügen zwischen Umgebung und Stoff oder eben Turbine oder Hydraulikpumpe zwischen Umgebung und Stoff. Und wenn man das verstanden hat, was ich jetzt hier gezeigt habe, dann bin ich überzeugt, dann ist man ein großes Stück weiter, als wenn man die ganze Thermodynamik in der klassischen Ausführung sich einverleibt.